Und jetzt kommst du auf die grosse Bühne? Ja. Bist du schon mal auf so einer grossen Bühne gestanden? Ja, ähnlich gross, aber sicher nicht so gross und nicht an so einem Festival halt. Mhm. Es war dann halt eher eine Nicht-Hip-Hop-Veranstaltung, sagen wir mal. Ja. Wo halt die Bühne bezogen war. Wo war das? Weißt du nicht mehr? Nein. Im Bodenland? Nein. Ich komme eben von Chur und von Graubünden. Bei uns gibt es dort nur Oberland. Ah. Nein, das war jetzt ein Witz gewesen. Aber auf jeden Fall, nein, schlussendlich ist das mein erstes Mal auf so einer grossen Bühne, wo ich auch allein performe, sozusagen. Alright. Der Bert hat, glaube ich, noch eine Frage. Er hat so zu mir hoffnungsvoll übergelogen gehabt. Oder zumindest einen guten Kommentar aus dem Chat. Ja, noch ein paar Rückmeldungen zu deiner Performance. Ah, nice. Er hat gefragt, ja, wie gefällt es euch? Und die Jogi hat so Fragen und so. Du weißt, dass sie da alle feiern? Und der Sebastian hat jetzt geschrieben, ich finde den Tuck geil vom Ali, der Flow koppeliert eh alles. und er hat einfach einen abartigen Flow, meint er. Ja. Danke vielmals, das schätze ich sehr. Oh. Und ich finde auch. Ich weiß nicht, an was es liegt, aber der Bär drückt sich in letzter Zeit so gepflegt aus, das gefällt mir. Du hast mich auch, ich bin mit dem grossen Finger gekommen. Ich Also, grosse Bühne, Ali, du kannst da performen und die Bühne rocken und das von einem Publikum, das wirklich Ahnung hat von diesem Sound. Und das ist halt der Unterschied zu der anderen grossen Bühne, die du schon hast, dürfen drauf rappen. Du wirst aber auch auf der Bühne sein. Ja, ich habe ja letztes Jahr das Royal Arena Festival gehostet, also immer so, ich bin so auf die Bühne gegangen und habe gesagt, hey, yo, jetzt kommen die und die. Also ja, ich habe versucht, das zu machen, ab und zu, jetzt haben wir es verhängt. Und dieses Jahr, auch wieder geil, von der Veranstaltung vom Royal Arena Festival, gibt es nämlich am Samstag um 9:30 Uhr, also zu einer wirklich super Zeit, gerade direkt vor den Headliners, gibt es so einen Slot, wo Swiss Rap, Swiss Rap's Finest heisst. Mhm. Und dort sind diverse, eigentlich so die Creme de la Creme, vor allem von der älteren Generation. Die Jungen sind leider in diesem Slot nicht vertreten, aber sie spielen ja selber schon dort. Mhm. Also ist irgendwie der Tibner von Gleis 2, der Semantik, Tafs, wo viele, die sich für Rap interessieren, kennen. The Shape von Dynamic Duo, Eldorado FM mit dem Manilio, Base. Tom Versetti, das mit das und wie heisst der andere mit der Frisur? CBN. Und dann noch der Base und der Gleis. Das hast du auch hoffentlich gesehen, oder? Das sind jetzt alle, glaubst du, ja. Das sind alle. Mit dem DJ Redrum und ich darf das Ganze hosten, ich kann das Ganze zusammenstellen. Und ich freue mich natürlich auf das Megafest. Also du hast bestimmt, wer Swiss Rap ja, mit den Leuten vom Royal Arena zusammen. Ich habe ein paar Vorschläge gemacht, sind ein paar abgelehnt. Okay, also der Moda darf nicht auftreten. Ich habe gesagt, nehmt doch den MC Moda von Kreuzkäben. Dann haben sie gesagt, ja, nein, der ist wack. Oh, schade. Also MC Moda für die, die es noch nicht ganz geschnallt haben, das wäre übrigens der Ugi. Gsi. Ja. Oder nicht mehr so. Ja gut, jetzt bist du halt raus und machst das, was du wirklich gut kannst. Genau, ich mache jetzt das, einfach reden. Aber es wird schon schwierig, so der Swiss Raps Finest, ich kann es selber nicht sagen, das ist voll der Zungenbrecher. Swiss Raps Finest. Mhm. Swiss Raps Finest. Can you say it? Ich glaube, oh. Swiss Raps Finest. Hey, you got it! I thought that was good. Na gut, das ist natürlich auch so ein Name, den Namen hat man jetzt einfach gegeben. Das ist natürlich nicht die ultimative, also es gibt auch andere Leute, die man da können mit aufbieten. Das ist nicht das ultimative, die vier besten Crews. Das ist immer ein bisschen objektiv und es gibt auch andere Jungs, die cool sind und jetzt nicht dabei sind, das muss man schon auch sagen. So. Also eher subjektiv, oder? Das ist auch so ein Gefühl. Also subjektiv, ich verwechsel immer die zwei. Ah, ist ja gleich hauptsächlich Fachwörter. Ja.